Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ar-Rasulillah. Wir haben gehört von dem, was in Köln passiert ist, dass da hunderte Frauen wohl angetatscht worden sind von Nordafrikanern. Es wurde natürlich dann in den Medien von einigen Leuten so verkauft, als wenn das was mit dem Islam zu tun hätte, wie zum Beispiel eine Sania Ramadani, ja, die überhaupt gar keine Ahnung hat. Hamid Abdessamed konnte natürlich auch nicht fehlen, ja, der, bei dem übrigens der Prophet in einem Sarg beerdigt wurde, laut seiner Aussage. Also er weiß noch nicht, was die Muslime nicht im Sarg beerdigt werden, aber der gibt sich als Islamexperte aus. Sein Vater ist ja angeblich Imam. In Ägypten kennen die übrigens kein Mensch. So, dann bei Ahmed Mansour, da habe ich auch etwas gehört in dieser Richtung. Also wie gesagt, dann kam natürlich Alice Schwarzer, die konnte natürlich auch nicht fehlen, die ist immer noch deprimiert, weil sie mit den Männern nicht so viel Glück gehabt hat. Da können wir auch nichts für. So, aber auf jeden Fall, das liegt natürlich alles am Islam. Und da wollte ich einfach mal Fragen, Interviews führen, damit man sich selber ein Bild machen kann, wie die Sache aussieht. Ja. Und wie gesagt, der Maßstab für den Islam ist nicht irgendein zugekiffter, zugesoffener Türke, Marokkaner, Algerier, Palästinenser, Pakistaner, der mit dem Islam so viel zu tun hat, wie der Eskimo mit dem Kamelreiten in der Wüste Gobi, sondern der Islam basiert auf Koran und Sunna. Und da wollte ich erstmal, hier haben wir einen Bruder aus Bosnien, hier haben wir einen Bruder aus dem Iran und hier haben wir einen Bruder aus Somalia. Und da wollte ich hier mal fragen, wie das bei denen zu Hause ist, damit wir auch viele Nationalitäten fragen. Bruder, du kommst ja aus Bosnien. Wie ist das denn jetzt bei euch zu Hause zum Beispiel? Die männlichen Kinder, die kleinen Kinder zum Beispiel, ist das so, dass die also, wie diese Ramadani erzählt, die Paschas sind, die brauchen zu Hause nur zu sitzen, sind die Chefs, ja, und die müssen gar nicht im Haushalt helfen, die müssen keinen Müll rausbringen, gar nichts, und die Frauen, die kleinen Mädchen, die müssen den ganzen Tag arbeiten, werden geschunden und für dieses ganz schön. Wie ist das denn bei euch? Und auf jeden Fall ist es nicht so, wie du es gerade gesagt hast bei uns. Es ist ganz im Gegenteil, dass die, also wenn zum Beispiel jetzt meine Neffe, der ist ungefähr 3, wenn er jetzt seine kleine Schwester irgendwie ärgert, dann wird er selber mehr, wie soll ich sagen, also kriegt er mehr Ärger, wenn er sie ärgert, als wenn zum Beispiel meine Neffin ihn ärgert. Ja. Das heißt, eigentlich ist es umgekehrt, dass die Männer, also die kindlichen, die weiblichen Kinder mehr, wie nennt man das? Gehätschelt werden, genau. Ja, ja. Und jetzt zum Beispiel in Köln, da wurde ja behauptet, in den Moscheen würde erzählt, freizügige Frauen, die könnte man anfassen und die könnte man begrapschen, mit denen könnte man was und will diesen Freibild. Was hast du denn in der Moschee oder von Predigern gelernt, wie das ist mit Frauen, die freizügig gekleidet sind, was man da machen muss? Wenn man jetzt eine Frau auf der Straße sieht, die zum Beispiel Minirob ist, hat man die auch beigebracht, ja, dann kannst du hingehen, die ist freiwillig, das ist ja ein Opfer, da kann man, die kann man anpacken, vergewaltigen, hat man dir sowas beigebracht? Oder was hat man dir gesagt, was man machen muss, wenn man so eine Frau sieht? Man soll seine Blicke senken, ganz klar. Also man soll dir nicht mal angucken? Genau, noch nicht mal angucken. Steht auch im Koran, ne? Weil wir sind jetzt die Salafisten, wir nehmen den Koran wortwörtlich, ne? Könnt ihr selber nachlesen. Wir sind ja die sogenannten Salafisten, Sura 24, Vers 30, 31, immer so nebenbei. Gut. Und was sagst du zu dem, was in Köln passiert ist, was die dort gemacht haben? Fandst du das in Ordnung oder findest du, das ist eine Schweinerei gewesen? Ich fand es sehr, sehr schlimm, weil die sehr viel Arbeit kaputt gemacht haben, die wir schon seit Jahren machen. Dass das ganze Bild wieder umgedreht wird von den Medien. Und das hat mich wirklich sehr gekränkt, muss ich sagen. Und ja, solchen Leuten sollte man wirklich... Ja, weil die natürlich auch wirklich den Islam mit diesem asozialen Fall. Ja, weil was mich ja so aufregt ist, ja, da benimmt sich jemand wie ein Asozialer, besoffen, feiert Silvester, betatscht Frauen und so weiter, und dann heißt es nachher auch noch Islam. Und das ist das, was mich gerade Fuchs Teufelswild macht sozusagen. So, jetzt haben wir dich. So, wie ist das denn? Was hast du denn gelernt, wie das so ist mit den, oder was hast du in deiner Familie so erlebt? Ist das so, dass die Frauen, ja, die kleinen Mädchen, die werden also, die müssen den ganzen Tag arbeiten und schrubben und die Jungs, die dürfen zu Hause sitzen. Ich bin der Pascha, hey, Schwester Zainab, putz mal hier, massier mal meine Füße und dann bitte... Hier, meine Fingernägel schneiden. Ist das so bei euch oder ist das bei euch? Schön wär's. Wie ist das so bei dir? Oder Kinder. Ja. Wenn wir einmal nicht machen, dann stirbt meine Mutter direkt hier.
mach das, mach das. Ja. Ja, wir sind, ja. Jeder hat seine Aufgabe zu Hause. Ja. Jungs und Mädchen werden lästerlich für uns behandelt. Alhamdulillah. Und wie ist das jetzt zum Beispiel, was das, hast du mal von irgendeinem Prediger, von irgendeinem Imam oder so, hast du, oder von irgendeinem Sheikh, hast du mal von irgendeinem gehört, wenn du eine Frau siehst im Park, die frei gekleidet ist, dann kannst du sie packen, ins Gesicht, ins Gebüsch zerren. Und haben dir das erzählt? Oder was hat man dir erzählt, wenn du eine Frau siehst, die leicht bekleidet ist, was du zu tun hast? Ja, man hat Blickgesang, wie der Bruder schon gesagt hat. Ne? Was heißt das Blickgesang? Also du siehst jetzt die Frau und was machst du? Dass man runterguckt und sie nicht anguckt. Halt, ne? Also darfst du ja nicht mal angucken? Ja, nicht mal angucken. Da siehst du. Dass man steht am Koran, wie gesagt, einfach mal Suche 24 durchlesen, da wird man es finden. Ja, ich kann es mal vorlesen hier für die ganzen Islam-Experten wie Alice Schwarzer und Hamid Abdussamad und die ganz inkompetente Zania Ramadani oder wie sie heißt. Wie heißt sie? Zania? Zania, das wäre wahrscheinlich der richtige Name. Zania ist unkeusch sozusagen. So. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt. Auf, ja. So, pass auf. Hier, das ist ganz wichtig. So 24 Vers 30. Und sag zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer für sie. Das ist reiner für sie. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Zuerst wird wer genannt? Die Männer. Und dann wird wer genannt? Und sag zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das heißt, die Männer werden vor den Frauen genannt. Wo sind jetzt die Männerrechte? Für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Warum wird der Mann zuerst genannt? Nur mal so nebenbei. So, Bruder, du kommst aus Somalia. So, du hast die Fragen schon gehört. Bei euch zu Hause, ist das da bei euch so? Also du bist der Chef, du bist der King. Und deine ganzen Schwestern, die müssen dir die Haare machen, die Fingernägel schneiden, die Füße massieren, für dich aufräumen. Du sagst nur, hey, aufräumen. Zimmer aufräumen, machen. Ja? Ist das so bei dir oder ist das so bei euch, dass halt jede Aufgabe im Haushalt hat, du musst mal Müll runterbringen, mal die, mal dies. Das ist das Gegenteil, was sie davor gesagt haben, jeder muss seine Aufgabe bei uns machen. Ja. Genau. Und die Mutter ist, wer hat mehr zu sagen, die Mama oder der Papa? Mama. Es ist oft so, dass die Mutter sich irgendwie immer schafft durchzusetzen. Das ist echt oft so, weißt du? So, weil die tun immer so, als wenn die ganzen muslimischen Frauen, der Vater, was steht vor? Und die Frau latscht 3 Meter hinterher, Arme. Ja, dabei sieht die Sache gar nicht. Also ich denke, bei keiner von euch ist das so zu Hause, ne? Oder? So, aber auf jeden Fall. Ja, natürlich, ich sage jetzt nicht, dass die Mutter immer die Hosen anhat oder so. Ich will damit sagen, also in Deutschland, ich will damit sagen, ja, dass das totaler Schwachsinn, was erzählt ist. So, dann, also du warst ja bestimmt auch schon in vielen Moscheen, hast schon viele Prediger gehört. Hast du jemals in irgendeiner Moschee gehört, dass man dir gesagt hat, wenn eine Frau, die leicht bekleidet ist, im Park siehst, dann kannst du dich hinterm Gebüsch verstecken, dann schnappst du die. Hat dir das irgendeiner erzählt, dann kannst du, weil die ist ja freiwillig, die hat ja keine Rechte, von der braucht man keinen Respekt zu haben. Hat dir das irgendwann mal jemand erzählt? Keiner erzählt. So wie die Brüder gesagt, wir müssen auch unsere Blicke halten. Also man darf den nicht machen. Ja, steht ja auch im Koran, wie gesagt. Vielleicht liegt das ja bei uns, ja, weil wir sind ja die sogenannten Salafisten, die den Koran nicht verstanden haben. Die nehmen ja den Koran wörtlich. Und da steht ja im Koran, da wir die sogenannten Salafisten sind, wie gesagt, kann man das im Koran nachlesen. Wie gesagt, habt ihr... Und was sagst du jetzt zu dem, was die in Köln gemacht haben? Ja, ich hätte es bald gesagt, die Freaks. Ja. Also da willst du damit sagen, das ist natürlich islamisch. Salafisten, die in Islam sind, ich finde es schade, dass sie das gemacht haben. Ja. Und dann denkt man wieder, dass die Muslime das werden. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und ich sage zu allen Geschwister, macht Videos, nehmt Videos auf, wo ihr eure Stimme abgibt. Weil es wurde selten etwas so instrumentalisiert, um die Muslime durch den Dreck zu ziehen wie das. Wenn ein Terroranschlag passiert, dann heißt es immer, ja, das ist eine kleine Minderheit, die anderen haben nichts damit zu tun. Aber bei dieser Sache hieß es auf einmal, guck mal, auf einmal sind die Irokesenschnitten-Muslime mit Ohrring und die normalen Muslime, die besoffen sind, ja, weil das hieß ja die ganze Zeit, es gibt die Radikalen, die den Koran wortwörtlich nehmen, die sind gefährlich, und dann gibt es, das hieß ja jetzt jahrelang so, und dann gibt es die normalen Muslime, Techno,
Ja, das sind die normalen Muslime, ne? Also mit Ohrring und Nasenpiercing und einem besoffen und kudosche Gegner, das sind die normalen Muslime und die Bartmuslime, das sind die gefährlichen. Und jetzt auf einmal kommen die normalen Muslime, ja, und sind ja die Frauen am Antatschen, Hunderte. Ja? Sondern das ist natürlich sowas von schädlich, damit haben wir alle Muslime durch den Dreck gezogen. Und deswegen macht auch Videoaufnahmen und zeigt den Leuten, dass er nichts mit dem Islam zu tun hat und wehrt euch gegen die Lügen der Medien, gegen die Lügen der Heuchler und Murtadin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.